Merit Levav ist Künstlerin in Tel Aviv und sie ist ein wahrer Freigeist. Mit ihrem Kunstwerk bricht sie jegliche Konventionen und Grenzen und schafft Kunstwerke von wahrer Tiefgründigkeit und Bedeutung. Viele Jahre habe ich es vorgezogen, mich zu verstecken. Ich arbeite gerne alleine und im Stillen. Ich mag meinen Rhythmus. Ich mag die Arbeit, die Schöpfung und die Kunst ist eine Art Meditation für mich. Meine Schöpfung kommt von innen. Ich suche nach dem, was mich interessiert. Ich bin bestrebt, neue Dinge zu erschaffen und meine Kreativität ständig zu erneuern. Ich bin eine zwanghafte Sammlerin, hauptsächlich von Müll. Ich weiß nicht, ob man es wirklich Müll nennen kann, aber andere betrachten es als Müll. Für mich ist es etwas, das ich so sehr mag, dass ich beschlossen habe, es zu sammeln. Es kann Jahre dauern. Sobald ich genug von dem Material habe, setze ich mich mit ihm auseinander und beginne, damit zu spielen. Ich berühre es, ich staple es auf, ich schneide es. Ich öffne es, ich fülle es wieder auf. Ich mache alle möglichen Experimente. Und während ich mich diesem Spiel mit dem Material hingebe, wird plötzlich das Bild in meinem Kopf klar. Was ich daraus machen möchte, als ob es mich plötzlich trifft. Als Künstlerin wurde mir klar, dass ich anfangen musste, mich in so vielen Themenbereichen, wie es ging, auszuprobieren, um mich zu erweitern. Und die erste Serie, die ich tatsächlich gemacht habe, war die Serie von Hunden aus Fahrradteilen. Dies ist ein Baum, den ich ein Babynest nenne. Es ist wie ein Vogelnest, ein schwangerer Baum. Ich habe mich für eine Reihe schwangerer Frauen entschieden, weil mich Schwangerschaft sowohl körperlich als auch geistig interessiert. Meiner Meinung nach ist dies der Kern des Unterschieds zwischen Männern und Frauen. Die Frau ist diejenige, die den schwierigen Prozess der Schwangerschaft und Geburt durchläuft. Darüber hinaus interessiere ich mich auch für die Verwendung von harten und starken Materialien wie Metall und Motorteilen. Damit versuche ich, Frauen zu schaffen, die weich und sanft wirken. Das Material offenbart alle vorstellbaren Formen und Möglichkeiten. Also spreche ich mit ihm. Okay, langsam, wir werden auch dazu kommen. Wir brauchen nur etwas Zeit. Ich muss es anfassen. Es gibt Materialien, denen ich nicht widerstehen kann. Auch wenn ich manchmal Museen besuche, wenn gerade niemand hinschaut. Ich gehe näher heran und berühre. Ich muss wissen, wie sich dieses Material anfühlt. Obwohl ich weiß, dass es verboten ist, kann ich nichts dagegen tun. In diesem Dialog und in der inneren Komplexität stecke ich zwischen meinem Wunsch, entlarvt zu werden, und meiner Tendenz, mich zu verstecken. Die Kunstwerke haben auch etwas zu sagen und wollen gesehen werden. Ich hoffe, meine Arbeit wird die Menschen begeistern, sie glücklich machen und berühren.